Wer da an der 1 steht, bei Goomba Patrol, bei diesem Level, wer da auf der 1 steht und mein Abonnent ist, und das werde ich danach prüfen, kriegt 50 Euro von mir. 50 Euro Nintendo-Guthaben, den ihr schön im Store ausgeben könnt. Yo, liebe Leute, was geht ab? Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe Mario Maker 2 und zwar heute ein ganz besonderes Level. Heute ein Throw-Level. Es geht wieder weiter. Ihr seht mich leiden und ich bin gespannt, was für ein Level das ist, beziehungsweise wie schwer es ist. Ich hoffe nicht so doll, aber ich hoffe, bei euch ist alles frisch in der Büchse und ihr seid bereit. Los geht's. So, ein Level, was mir geschickt wurde, es heißt Goomba Patrol. Es soll ein Troll-Level sein mit Goombas, beziehungsweise irgendwie soll man da einen Goomba töten. Und ich würde sagen, los geht's. Ein Goomba müssen wir besiegen, also okay. Okay, geiler Stil, gefällt mir. So, da sind Pfeile. Wo ich wahrscheinlich was ist, Leute. Ich habe seit Tagen kein Mario Maker mehr gespielt. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet heute. Es geht wieder gut los. Oh ey, hoffentlich wird das nicht so eine 2-3 Stunden Aufnahme, Leute. Ey, ich weiß es eh schon. Es wird so sein. Komm, ja. Oh, was? Was? Oh mein Gott. Ey, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ey, warte mal, kann ich die Münze überhaupt kriegen? Ey, Leute, komm. Wenn ich die Münze kriege, gibt es ein Like, oder nicht? Ja, ja. Aber ich habe die Münze bekommen, Leute. Also, das muss doch reichen, oder nicht? Scheiß mal drauf jetzt. So, was ist das hier? Okay, ein Pilz. Okay, wir müssen einen Goomba töten. Und ich merke schon, dieser Goomba hier. Leute, also wenn ich den töten kann schon, dann fresse ich einen Besen. Live im nächsten Video. Nee, komm, das ist Quatsch. Ja, toll, jetzt kann ich neu starten. Toll. Wir müssen einen Goomba töten. Jetzt ist es natürlich herauszufinden, welchen Goomba müssen wir töten. So, weil da werden wahrscheinlich 1000 Goombas sein. Und das wird, glaube ich, der Troll sein die ganze Zeit. Den Goomba zu finden, den wir töten sollen. Wie geil. Ja, den wahrscheinlich auch nicht, weil ich komme nicht mehr zurück. Oh, ganz toll. Ja, ganz geil, geil, geil. So, ey, das haben so wenig Leute gespielt. Das ist eigentlich ein geiles Level. Ich bin gespannt, was mich noch so erwartet. Na, komm, ist auch ein Fake-Rohr. Komm, so früh sind doch. Oh, okay. Okay, Wettrennen gegen. Okay. Ey, ich hab voll Bock, Leute. Ich hab richtig Laune. Ich hab richtig Bock auf Mario Maker wieder. Ich hab voll lang nicht mehr gespielt. So, was ist hier, ey? Das sind doch unsichtbare Blöcke, ey. Ich hab echt. Wow! Wow! Wow, Alter, diese scheiß Maulwürfe, ey. Wow! Da war wirklich ein unsichtbarer Block. Ich hab's zwar versucht, aber ich hab mich voll erschrocken, Alter. Mann! Okay, ey. Oh! Ey, diese scheiß. Okay, guckt euch das an. Bruh. Okay, es ist noch erträglich. Es ist noch erträglich, Leute. Erstmal ein Schlückchen hier von der Mapsy Packs. Delicious. Wunderschön. Wunderschön. Schunderwöhn. Schunderwöhn. No chance in your pants. See you next Nein, time. Ich bin nicht dumm. Oh, ich bin noch nicht warm. Ich bin noch nicht warm, Leute. Aber egal. Jetzt speedrun ich das Ding. Ey, das haben so wenig Leute gespielt. Da könnte ich sogar vielleicht den Weltrekord holen. Hier ist ja noch gar nichts. Alter, ich bin auch ein Trottel. Ey, Leute. Soll ich challenge-mäßig versuchen, den Weltrekord zu holen? Oh. Ey, das wäre doch mal geil, oder nicht? Aber. Nein, ich bin viel zu dumm. Also ich bin wirklich dumm, Leute. Und ihr? Seid ihr auch dumm? Bestimmt nicht. Ihr seid doch eh... Seid doch eh mal schlauer als ich, Mann. Ich hasse Maulwürfe. Sind das überhaupt Maulwürfe? Das sollen doch Maulwürfe sein, aber die... Oh, Mann! Ey, ich bin zu dumm heute. Also wirklich... Nein, ey, es könnte heute daran scheitern, dass ich einfach zu blöd bin. Also wirklich. Nicht, weil das Level so krass ist und weil die Trolls so gemein sind, sondern weil ich einfach zu dumm bin. Heute ist Sonntag wieder, Leute. Haben wir Sonntag erwischt heute. Immer Maulwurf erstmal töten. Zack. Tür. Vielleicht kann man auch schon so rüberspringen. Ich bin mir gerade unsicher. Den probiere ich nicht aus, Leute. Der ist fake. Okay, das. Uff. Oh, da. Okay, okay. Wow. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Yes. Komm. Wow. Ich hasse Maulwürfe. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Ich hab's gerade noch gesagt. Hä? Wow. Ist hier schon das Ziel? Rainer. Was? Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Und das ist vielleicht der legendäre Goomba. Aber es war so klar, dass hier zu ist. Es war so klar. Es war so klar, dass die hier den Laden dicht machen. Okay, wir müssen nur einen Goomba töten. Okay, ich probiere es nochmal. Oh, es gibt auch keinen Checkpoint, ey. Ach so, ja, weil es ein Challenge-Level ist. Oh, das hätte ich mir mal überlegen sollen. Weil Challenge-Level bedeutet, also sobald eine Challenge ist, nicht den Boden berühren oder jetzt einen Goomba töten oder so, könnt ihr keine Checkpoints einbauen. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Aber jetzt sind wir hier. Leute, das kann Krampf werden. Und ich hasse keine Checkpoints. Ich hasse... Oh Gott, ey. Oh Gott. Ich hasse keine Checkpoints. Also ein Level ohne Checkpoints. Was ist denn, wenn ich hier ein bisschen cheate? Oh! Okay, jetzt, ich versuche schon ein bisschen Speed-Taktik hier rauszuhauen. Ich müsste den zweiten Dings überspringen ohne diesen, also so einfach. Dann kann ich nämlich, darauf scheißen, diesen unsichtbaren Block auszulösen. Aha, so läuft das hier. Geil, Leute. Weltrekord in einem Throw-Level. Das ist doch mal. Also das kann ich auch nur bei so einem Level schaffen, was nicht so viele gespielt haben. Boah, geil! Geil! Ey, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Diese fucking Maulwürfe, Mann!
Okay, okay. Ah, oh, ich bin so dumm. Ich bin einfach ein dummer Batz. Was war der Weltrekord? Ich glaube 51 Sekunden oder so hatte ich gesehen. Weiter geht's. Die Minute. Ey, ich bin erst bei 10 Minuten Aufnahme. Das ist noch im Rahmen. Das ist noch im Theo-Rahmen. A la Bonheur. Okay, jetzt kommen die Maulwürfe. Ich darf die nicht vergessen. Na, oh, Mama. Ah, wunderschön. Oh, der war schön. Der war scheiße. Oh, nein! Oh, ich wollte jetzt schon so richtig speedmäßig. Aber ich weiß ja nicht mal, wo das Ziel ist. Ich brauche hier noch gar nicht auf Geschwindigkeit spielen. Ich bin so dumm, Mann, ey. Wirklich. Doch, ich muss es. Ja, ich hab's versucht. Ich hab's geschafft und ich wurde belohnt mit einem Feuerwerk. Komm, ihr Maul. Oh, ihr scheiß Mauls, ey. Ihr scheiß Würfe. Ihr Würfe von Maulen. Ey, da kann ich doch rüberspringen. Kann man das schaffen? Kann man das schaffen? Weil die Tür, ihr wisst, die Tür führt ins Nichts. Die hab ich schon ausprobiert. Hä? Oh, und es sind übrigens so gemeine Troll-Level rausgekommen. So richtig, richtig heftige. Also, wo ich nur gelesen habe, dass das soll so krass sein. Ihr müsst verstehen, dass das wirklich hart ist, diese so immer Troll-Level zu spielen. Ich bin zwar ein Fan von Troll-Level, ich liebe das, aber man kann nicht nur Troll-Level spielen. Also, sowas hier geht noch. Aber sowas extrem Hartes, gebt mir den Weltrekord, gebt mir den Weltrekord. Nein! Maulwürfe! Oh nein. Bloß nicht da rein, bloß nicht da rein, okay. Nein! Scheiße, Mann! Scheiße! Nau! Digga! Du fucking Goofy, ey! Oh! Das war clean, das war clean! Ey, jetzt streng ich mich an, Leute, ich schaff's jetzt! Jau! Jabba-dabba! Nein! Hä? Ich bin da richtig... Oh, ja! Ey, ich muss das gar nicht auslösen. Okay, kann ich das schaffen? Ja! Hä? Diesen Sprung kannst du nicht schaffen. Diesen Sprung kannst du nicht schaffen. Wow! Es geht wieder los. Es geht wieder los! Los! Woo! Was? Was? Der da oben? Oh Gott, habe ich irgendwas ausgemacht? Ey, nicht, dass ich die Aufnahmen hier pausiere oder so mit dieser... Ja! Nein! Oh Gott, Leute. Jetzt bin ich aber in Rage. Ich werde warm. Ich werde warm. Leute, ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich drehe durch hier. Ich drehe am Rad. Oh, ey, ich bin so dumm. Ey, Leute, ich bin so dumm. Das ist kein Troll-Level mehr. Ich werde ja nicht getrollt oder so, gerade wie bei den anderen. Ich bin einfach nur dumm. Leute, das ist, glaube ich, die dumme Ausgabe. Ich nenne das, glaube ich, die... dumme Edition von Troll. Oder keine Ahnung. Ja, ich kann doch hier rüber springen. Ich Idiot. Ich muss doch nicht von da unten springen. Geil, hier geht's weiter. Oh, Digga. Was war das? Hier ist das Ziel. Da sind Gumbas. Ich habe einen getötet. Jetzt ist da oben zu, oder? Oh, ich komme da hoch. Okay. Jetzt, okay. Moment. Hä? Da ist das Ziel. Ist jetzt zu, oder was? Soll ich den P-Switch gemacht? Moment, ich kann doch hier reingehen, oder nicht? Hat er das nicht bedacht, oder was? Oh, nö, ist jetzt hier zu. Handy. Hä? Hä? Easy! Das war ja gar nicht so hart. Hä, geil. Ey, zwei Gumbas sogar getötet. Es geht. Es ist gar nicht so schwer. Okay, Moment mal. Habe ich den Weltrekord? Geiles Ding. Hä? Ey, geil. 50 Sekunden? Geiles Ding. Nice. Versucht es zu schlagen. Nee, wartet mal kurz. Ich versuche nochmal einen besseren Rekord zu machen. Das schaffe ich besser. Alter, bin ich krass. Bin ich krass. Ohne zu über und treiben. Das kriegt ihr nicht geschlagen. Also da müsst ihr schon richtig krass sein jetzt gerade. Da bin ich ehrlich. Da bin ich, also da bin ich wirklich ganz offen und ehrlich zu euch. Es nervt mich gerade viel mehr, dass ich das jetzt verkackt habe. Das war der perfekte Run. Ich bin besessen. Neustart, Neustart. Ey, ich musste, ich, Leute, es tut mir leid. Ich wollte ganz kurz jetzt nochmal, aber ich muss die Welt kurz holen, ey, wirklich.
Mann! Leute, 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 ich sag's euch so, 39, ich kann locker noch 2-3 Sekunden rausholen und es besser machen. Aber wir machen das so, liebe Leute. Solltet ihr, sagen wir, genau eine Woche Zeit ist jetzt, genau ab diesem Upload-Tag, genau eine Woche Zeit, wer da an der 1 steht, bei Goomba Patrol, bei diesem Level, wer da auf der 1 steht und mein Abonnent ist, und das werde ich danach prüfen, kriegt 50 Euro von mir. 50 Euro Nintendo-Guthaben, den ihr schön im Store ausgeben könnt. Das ist eine kleine Challenge, ein kleines Gewinnspiel für die Community. Erstmal mich schlagen, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und dann, wer wirklich... Ich werde genau gucken, wer dann auf der 1 ist und der wird dann gewinnen und ich werde das in dem Video preisgeben. Nächste Woche, genau eine Woche ab diesem Tag. Strengt euch an, liebe Leute, um euch auch mal was zurückzugeben. Eine kleine Challenge. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.